Dankeschön, dass ihr heute doch so zahlreich gekommen seid. So weit wie die Lungau habe ich nicht gehabt. Aber ich habe immerhin einen relativ großen Berg, den ich runter muss. Das war gar nicht so einfach. Ich bin auch gespannt, ob ich heute noch aufgekommen, aber ich hoffe doch. Ja, mich freut es besonders, dass man jetzt ein bisschen spät, aber doch, ich glaube, gerade richtig den Wahlauftakt der freiheitlichen Arbeitnehmer gemeinsam feiern dürfen. Und ich glaube, dass wir alle eh schon sehr, sehr erprobt sind, was Wahlkämpfe angeht. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren die Bundespräsidentenwahl gehabt, nicht nur einen Durchgang, sondern gleich einmal 3. Dann haben wir die Nationalratswahl gehabt, dann die Landtagswahl, jetzt die Arbeiterkammerwahl, dann geht es gleich nahtlos weiter mit den Gemeindevertretungswahlen, dann kommen die EU-Wahlen und dann geht es weiter, weil wir haben ja doch noch einige Vertretungen, die neu wählen müssen. Also ich glaube, im Dauerwahlkämpfen sind wir mittlerweile schon sehr erprobt und ich glaube, wir konnten uns eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen, als permanent im Wahlkampfzustand zu sein. Zumindest bei mir ist es so. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man mal zwischenzeitlich ein bisschen Zeit hat, weil man gerade keine Wahl organisieren muss und weil man sich auf keine Wahl konzentrieren muss. Aber da auch ein riesengroßes Dankeschön an die Arbeitnehmer, weil ihr macht es super selbstständig, ihr macht es sehr, sehr gut. Ich glaube, der Wahlkampf ist auf wirklich guten Beinen. Ihr habt super gute Kandidaten mit dir als Spitzenkandidat, Friedl, mit dem Frankie Konrads, unseren Betriebsratsvorsitzenden auch noch hinten an, mit der Alex Schöffel und allen weiteren, die sich da hergeben, auch für diese Wahl zu kandidieren, weil auch das wissen wir und das wissen wir jetzt vor allem noch viel stärker. Es ist schwierig, dass man wirklich Leute findet, die sich ehrenamtlich hergeben für ein politisches Amt. Das merkt man jetzt auch gerade bei den Gemeindevertretungswahlen. Da sind wir ja auch mittendrin. Nächste Woche läuft die Frist ab für die Gemeindevertretungswahlen. Und wir kämpfen momentan eigentlich tagtäglich, dass wir noch die Gemeinden zubekommen, wo noch nichts passiert ist oder wo wir noch Schwierigkeiten haben, weil es einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass man Leute findet, die sich hergeben, die sich politisch engagieren. Und wir Freiheitliche haben es da immer schon schwer gehabt, auch wenn wir jetzt in der Bundesregierung sind, aber wirklich einfacher ist es trotzdem nicht geworden, sich als Freiheitlicher zu outen, dazu zu stehen und dann auch zu kandidieren für einen Posten. Also da ein Dankeschön für jeden Kandidaten, für jeden, der sich da engagiert, nicht nur jetzt für die Arbeiterkammerwahl, sondern auch für die Gemeindevertretungswahl. Das ist nicht selbstverständlich, aber genau auf euch basiert unser Erfolg und genau auf euch fußt das Ganze. Auf euch muss man sich verlassen können, auf euch kann man sich verlassen und auf dem Ganzen baut die Partei in Wahrheit auf. Vielen Dank. Einiges erwähnt, was die Bundesregierung betrifft, da wäre ja gar nicht mehr viel dazu sagen, nur mir gefällt dieser Spruch sehr, sehr gut. Da ist auch Fairness für Leistungsträger, weil dieses Leistungsträger einmal ein ganz anderes Verständnis von dem ist, was Arbeitnehmer sind, beziehungsweise was auch Unternehmer sind. Wir kennen ja eigentlich nur diese zwei Lager, das Lager der Sozialdemokratie, die wirklich nur Arbeitnehmerinteressen vertreten, beziehungsweise schon so weit gehen, dass der Unternehmer ja per se böse sein muss und verteufelt wird. Und dann kennen wir die Seite der ÖVP, der ja quasi nur den Unternehmer als den heiligen Gral sieht und alles andere, die Arbeitnehmer, sind nur dazu da, Leistung abzurufen und Leistung zu bringen für das Unternehmen. Und Leistungsträger umfasst eigentlich beide Bereiche und sagt genau das aus, wofür wir Freiheitliche ja eigentlich seit jeher stehen, dass es nur gemeinsam gehen kann, dass es kein Ausspülen des Unternehmers gegen den Arbeitnehmer und wechselseitig geht, sondern dass wirklich das Gemeinsame überwiegen muss und dass man wirklich nur gemeinsam auch etwas voranbringt und das auch in der Wirtschaft, das ist in allen Lebensbereichen so. Und das macht uns, glaube ich, jetzt auch gerade in der Bundesregierung aus. Natürlich, vormals waren die Sozialdemokraten die Arbeitnehmerinteressen vertreten haben auf Bundesebene. Jetzt mittlerweile sind es wir Freiheitliche, aber mit einem ordentlichen, gesunden Augenmaß und mit einem Weitblick. Und es ist, das könnt ihr mir glauben, nicht immer ganz einfach auf Bundesebene der Wirtschaftspartei ÖVP entgegenzutreten, gerade dann, wenn es um Arbeitnehmerinteressen geht. Wir haben das beispielsweise gesehen bei der Arbeitszeitflexibilisierung. Wenn es dann nach der ÖVP gegangen wäre, dann wäre da etwas anderes gekommen, was uns, glaube ich, alle nicht taugt hätte, was auch unseren Wählern nicht gepasst hätte. Und da haben die Freiheitlichen dann doch ganz klar Grenzen gesetzt und gesagt, mit uns nicht bis hierhin und nicht weiter. Also diesen Part der sozialen Heimatpartei, die wirklich auch für die Arbeitnehmer steht, aber die Wirtschaft nicht ganz vergisst, die Unternehmer nicht ganz vergisst, die füllen wir momentan sehr, sehr gut aus und ich glaube, genau darum geht es. Wir vereinen
diese beiden Parteien in Wahrheit in uns, nämlich die Seite der Arbeitnehmer und die Seite der Unternehmer, und deswegen passt das Logan Fairness für Leistungsträger wirklich sehr, sehr gut, und ich glaube, wir sprechen ja mittlerweile fast alle nur noch von Leistungsträgern, weil das sind die, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten, das sind die, die in unsere Systeme einzahlen, das sind die, die unsere sozialen Netze auch aufrechterhalten, um die oder beziehungsweise um denen ein Netz dann auch zu geben, die es vielleicht einmal brauchen. Und ich denke, auch die Reform der Mindestsicherung zeigt jetzt ganz klar, wo die Prioritäten der Freiheitlichen liegen, wo die Prioritäten der Bundesregierung liegen, nämlich dass man sagt, man entlastet die, die wirklich einzahlen, um diese sozialen Netze aufrechtzuerhalten. Man schaut, dass man dort kürzt, bei denen, die überhaupt kein Interesse daran haben, ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und man schaut, dass wirklich die, die jahrelang auch gearbeitet haben, jahrelang Leistung gebracht haben, da nicht irgendwo durch das soziale Netz durchfallen. Ganz im Gegenteil, dass es dort Verbesserungen gibt. Der Familienbonus am 01.01.2019 ist auch in Kraft getreten, auch wieder so eine Maßnahme, wo man genau merkt, es soll die entlasten, die ohnehin das ganze System aufrechterhalten, es soll die entlasten, die ohnehin am meisten zahlen, es soll die entlasten, die Steuern zahlen, es soll die entlasten, die fleißig sind, die arbeiten gehen und die dafür verantwortlich sind, dass es unserem Österreich so gut geht. Und ich glaube, es geht uns wirklich gut, aber es liegt an uns allen, dass es uns auch weiterhin gut geht und dass wir diesen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, der auch nach dem Krieg erarbeitet wurde von unseren Eltern, von unseren Großeltern, dass das auch weiterhin so bestehen bleibt. Und deswegen auch ein wertvoller Schritt, dass man die eben mehr würdigt, die das Ganze vollbracht haben in diesem Land, auch mit einer Mindestpension, auch mit einer Erhöhung der Pensionen, dass man diejenigen auch wertschätzt, die wirklich ihr Leben lang gearbeitet haben und nicht die irgendwo versucht durchzufüttern oder, wie es der Friedl gesagt hat, ihnen das Geld in den Rachen zu werfen, die erst ja, ein bis zwei Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht in diesem Land leben und glauben, sie können sich schon bedienen allerlei Leistungen, die ihnen irgendwo entgegenfallen. Und ich denke auch, das Jahr 2019 wird anschließen an das Jahr 2018, was Reformen betrifft auf Bundesebene. Die Steuerreform ist momentan in aller Munde, ist in Aussicht gestellt, die auch ein riesengroßes Volumen vermutlich bringen wird, auch eine riesengroße Entlastung bringen wird, auch gerade für Arbeitnehmer, wenn es darum geht, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, dass auch mehr im Börsel bleibt am Ende des Monats und dass die Wirtschaft auch wieder stärker in Schwung kommt, dass es da einen stärkeren Aufschwung gibt. Also ich glaube, das wird auch das nächste ganz, ganz große Projekt, von dem wir alle etwas haben werden, das wir alle spüren werden. Und die Pflege, du hast das auch angesprochen, ein Riesenthema für uns alle, nicht nur für Arbeitnehmer, auch das wird in Angriff genommen und man muss sich da immer in Erinnerung rufen, es ist erst ein Jahr Regierungsbeteiligung, weitere 4 Jahre werden noch folgen und ich hoffe doch, dass die nächsten 4 Jahre in demselben Tempo weitergehen wie das Jahr 2018. Deshalb glaube ich auch, dass die Vorzeichen für die Arbeiterkammerwahlen gut stehen und du hast es gesagt, die Arbeiterkammerwahlen werden ein bisschen ein Barometer dafür sein, wie die Bundesregierung arbeitet, wie die Stimmung momentan ist in der Bevölkerung. Und ich glaube, dieses Barometer, das wird in die richtige Richtung ausschlagen und das wird auch positiv ausschlagen. Unser Ziel, auch du hast es schon erwähnt, muss natürlich sein, dass man die rote Allmacht in der Arbeiterkammer ein bisschen zurückdrängt und vor allem, dass man den zweiten Platz vor der ÖVP, also vor dem ÖAAB, verteidigt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil nichts ärgert die ÖVP mehr, als wenn die Freiheitlichen vielleicht einmal ein bisschen stärker sind als sie. Das merkt man ja überall Land auf, Land ab, wo wir vor der ÖVP liegen. Dort, da fangen sie sich Monate später nicht mehr davon. Aber 70% Sozialdemokratieanteil in der Arbeiterkammer ist einfach ein Zustand, der unerträglich ist, ganz egal, wo eine Absolute regiert und herrscht. Das ist auch in den Gemeinden momentan der Fall. Ganz egal, wo das der Fall ist, dort passieren im Hintertürtel Entscheidungen, dort wird keine Transparenz gelebt und dort wird es auch nie ein Miteinander geben, dort wird es keinen Konsens nicht geben, weil es ihn gar nicht braucht, weil eine Partei anschafft. Und da bin ich ganz bei dir, dass die Arbeiterkammer als Arbeitnehmervertretung auch wieder eine solche werden muss, nämlich eine ordentliche Arbeitnehmervertretung und nicht eine Kaderschmiede und in weiterer Folge dann auch noch eine Versorgungsstelle, eine Versorgungsposten für die Sozialdemokratie. Du hast das angesprochen, die meisten Roten kommen aus der Arbeiterkammer heraus, da werden sie sozialisiert, da wird ihnen erklärt, was sie zu vertreten haben als Sozialdemokraten, dann wechseln sie quasi in den politischen Alltag und wenn es dann mit dem Alltag vorbei ist, meistens aufgrund irgendwelcher Skandale, dann wechseln wir wieder zurück in die Arbeiterkammer, weil man hat ja auch nach 20 Jahren noch ein Rückkehrrecht in die Arbeiterkammer, in die Rote. Das soll mir mal jemand sagen, wo das andernorts der Fall ist, dass man nach 20 Jahren wieder zurückgehen kann in seinen normalen Beruf.
wenn man vorher 20 Jahre lang in der Politik war. Und ich glaube, genau diese Dinge sind es auch, die die Arbeiterkammer halt einfach in Verruf bringen und die die Arbeiterkammer in der Öffentlichkeit als nicht unbedingt positiv dastehen lassen. Und das ist aber leider Gottes verursacht durch diese Allmacht der Sozialdemokratie. Und das gilt es zu brechen, das gilt es zurückzudrängen, um auch die Arbeiterkammer wieder langsam aber sicher umzubauen in eine ordentliche Arbeitnehmervertretung. Aber ich bin davon überzeugt, das wird euch gelingen, das wird dir, lieber Friedl, mit deinem gesamten Team auch gemeinsam gelingen. Und weil du bist der Peter Eder, der Spitzenkandidat, der Präsident, wie schreibt auf seine Plakate, euer Präsident, was weiß ich, der sich jetzt distanziert schon von der Bundespartei. Ja, das zeigt halt schon momentan den Zustand der Sozialdemokratie, wenn der AK-Präsident in Salzburg sagt, er kennt eigentlich seine Landespartei, also seine Bundesparteiobfrau, gar nicht so wirklich und distanziert sich da schon und schießt da gegen alle thematischen Dinge, die da aus Wien kommen. Ich sage mal so, erstens hat das natürlich damit zu tun, dass die Sozialdemokratie auf Bundesebene katastrophal performt, dass viele, viele Dinge, die von der Bundesregierung beschlossen werden, positiv sind, quer durch alle politischen Lager auch positiv aufgefasst werden. Aber man kann ja nicht dafür sein, weil es kommt ja von einer schwarz-blauen Bundesregierung. Und der Peter Eder hat das ja ganz klar in der Kronenzeitung gesagt. Ja. Er tut sich schon ein bisschen schwer, gegen den Familienbonus zu sein. Mehr Anerkennung von einem ranghohen Sozialdemokraten, glaube ich,